Hallöchen, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Circling-Tutorial hier auf dem Kanal. Heute mal nicht wie in den letzten zwei Ausgaben mit dem Fly-by-Wire A320 Neo, sondern wir schauen uns heute mal ein Circling-Approach mit dem Phoenix A320 an. Das ist ja immer noch ein Airbus und das funktioniert auch relativ ähnlich, aber wir können ein paar mehr Features nutzen, die wir jetzt aktuell in der Fly-by-Wire-Version noch nicht drinnen haben. Und wir werden uns heute nämlich gemeinsam den Flughafen von Split anschauen. Liegt in Kroatien. Wir sind aktuell mit dem wunderschönen LTU A320 auf Reiseflughöhe gerade über Slowenien unterwegs, fliegen gleich nach Kroatien ein und möchten dann ein schönes Circle to Land in Split auf die Runway 23 fliegen. Falls ihr die ersten zwei Teile, besonders den ersten Teil, noch nicht gesehen habt, dann schaut euch den unbedingt vorher nochmal an. Da habe ich ein paar wichtige Grundlagen erklärt. Ansonsten könnt ihr aber gerne auch mit diesem Video einsteigen und sollten irgendwelche Fragen sein, wie immer, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst uns ins Cockpit hüpfen und dann schauen wir uns diesen Anflug mal gemeinsam an. Im Cockpit angekommen, seht ihr, wir sind auf Reiseflughöhe Flightable 350 und es ist gar nicht mehr so weit, etwas über 40 Meilen noch bis zu unserem Top of Descent. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so lange auf Reiseflughöhe und wir haben heute geplant, die Oklax Tri Delta Arrival zu fliegen. Ihr seht, unser Routing endet jetzt aktuell bei Wegpunkt Oklax. Wir müssen also unsere Arrival jetzt für Split erstmal eingeben. Der Flieger möchte auch gerne schon die Destination-Data haben. Er möchte also wissen, wie ist das Wetter vor Ort, was habe ich für ein Minimum. Das werden wir ihm gleich auch noch sagen. Ihr seht es hier drüben schon, wir haben schon ein Wetter uns organisiert. Das geben wir dann gleich ein. Zuerst klicken wir hier auf Split, geben dann auf der Arrival-Seite dann einmal unseren Anflug ein. In dem Fall ist das der ANAV Visual Approach auf die Runway 23. Und das Ganze fliegen wir über die Oklax Tri Delta Arrival und Approach via Lasul. Wenn das hier oben alles so passt, wie wir das haben möchten, gehen wir einmal auf Insert und dann seht ihr, ist unser Flugplan einmal geupdatet worden. Wir haben jetzt eine längere Distanz und wir haben ein paar neue Wegpunkte hinzubekommen und das werden wir jetzt also gleich mal abgleichen mit unseren Karten. Wir haben also jetzt aktuell unser Routing drin bis Lasul. Der Flieger möchte bei Lasul noch ins Holding gehen, das brauchen wir in unserem Fall aber nicht, das können wir einmal rauslöschen. Und ebenso die Discontinuity. Und dann sollten wir jetzt ein durchgehendes Routing haben. Wir können uns das Ganze im Plan-Modus einmal anschauen. Ihr seht, wir fliegen hier aus nordwestlicher Richtung über Nupso nach Oklax und dann kommt hier unsere Arrival, die wir gerade eingegeben haben, für den ANAV Visual Approach auf die Runway 23. Der Anflug ist noch nicht komplett drin, das werden wir uns gleich nochmal in der Karte angucken. Da kommen dann noch ein paar Wegpunkte hinten dran, die wir allerdings manuell eingeben müssen. Als nächstes schauen wir uns mal das Wetter an. In Split haben wir aktuell Wind aus 100 Grad mit 5 Knoten. Wir haben also aktuell eher ein bisschen Rückenwind, würde jetzt nicht unbedingt für ein Circling sprechen. Wir möchten uns den aber ja gemeinsam anschauen, deswegen werden wir ihn trotzdem fliegen. Ansonsten ist der Wind ein bisschen variabel zwischen 60 Grad und 120 Grad. Clouds Visibility okay, das Ganze bei 24 Grad zu einem Taupunkt von 18 Grad. Und das QNH ist 1015, no significant changes, also keine Wetterveränderungen innerhalb der nächsten 2 Stunden zu erwarten. Das Wetter geben wir jetzt hier einmal drüben auf unserer Performance-Seite ein. Zum einen unser QNH 1015. Außentemperatur waren 24 Grad und wir hatten einen Wind aus 100 Grad mit 5 Knoten. Unser Minimum für den Anflug habe ich in den Karten schon mal nachgeguckt, 2000 Fuß. Das zeige ich euch dann gleich auch nochmal. Heißt also, wir haben heute eine Clean Speed von 227 Knoten im Anflug und wir müssen uns noch einmal für unseren Visual Approach einmal hier einen Wegpunkt als Fix setzen und zwar ist das der Wegpunkt Rorka, Romeo, Oscar, Romeo, Kilo, Alpha. Zeige ich euch auch gleich noch in der Karte und wichtig ist auch, dass unsere NAV Accuracy hoch genug ist für den Anflug. Wir bräuchten 2 Meilen in dem Fall, sie geht aktuell auf 0,03 Meilen genau, passt also wunderbar, können wir den Anflug so fliegen. Wenn wir auf unsere Karte schauen, dann sehen wir hier unseren Anflug. Wir kommen also über den Wegpunkt Oklax rein. Expect Radar Vectors to Amolu steht drinnen. Ansonsten geht es standardmäßig auf die Oklax Tri Delta Arrival. Die geht dann einmal bis 19 Meilen Split. Dann fliegen wir in eine Rechtskurve auf ein 17 DMIR, also auf einen Kreis mit einem 17 Meilen Radius um das Split VOR. Folgen diesem Radius einmal bis zum Wegpunkt Amolu. Dann drehen wir linksrum auf Kurs 127. Fliegen dann 11 Meilen weiter geradeaus, bis wir bis 13 DMI Split herangeflogen sind, folgen dann diesem Arc wiederum und fliegen dann hier weiter, bis wir das Radial 210 von Split überfliegen und gehen dann in einer Linkskurve auf Track 019er nach Lasul. Lasul ist dann unser Initial Approach Fix, von dort aus fliegen wir dann auf den ANAV Visual Approach. Das hier ist jetzt die Karte zu unserem ANAV Visual Approach. Hier seht ihr wieder den Wegpunkt Lasul, den sollen wir in 4000 Fuß überfliegen, das ist unser Initial Approach Fix.
Dann fliegen wir weiter auf 037 Grad, dürfen dann auf 3000 Fuß sinken und fliegen über den Wegpunkt Sierra Papa 509er über 3000 Fuß mit maximal 210 Knoten. Dann geht es weiter bis zum Wegpunkt Nurat, auch dort sollen wir noch über 3000 Fuß haben und dann fliegen wir weiter zum Wegpunkt Rorka. Kurz hinter Nurat, also wenn wir dann noch 3,1 Meilen von Rorka entfernt sind, deswegen haben wir uns Rorka gerade einmal gesetzt, werden wir unseren Descent beginnen. Werden dann so sinken, dass wir bei Rorka in 2000 Fuß ankommen. Das ist dann unser Mist Approach Point. Wenn wir dort die Bahn nicht sehen, würden wir durchstarten, würden dann hier dieses blaue Mist Approach Procedure abfliegen. Das ist auch in unserem Flugzeug so hinterlegt. Würde also einmal dann rechts herum auf 115 Grad gehen und dann über Sierra Papa 503 mit maximal 185 Knoten. Dann wiederum rechts rum zurück nach Lasul gehen und dann könnten wir einen erneuten Anflug hier fliegen. Mist Approach Altitude ist in dem Fall 3000 Fuß. Sollten wir hier die Bahn in Sicht haben, würden wir dann den Visual Approach weiterfliegen. Das heißt, die gestrichene Linie bedeutet, wir müssen das nach Sicht fliegen. Wir müssen also dann hier spätestens den Autopiloten rausnehmen, drehen dann links rum nach Sierra Papa 504. Das ist ein Wegpunkt, den können wir uns gleich noch in die Fixinfo setzen, fliegen damit maximal 170 Knoten drüber. Wir können uns da als Höhe so ganz gut ungefähr 1600 Fuß merken. Dann geht es weiter links rum über Sierra Papa 505, auch hier mit maximal 170 Knoten. Das fliegen wir dann also alles schon voll konfiguriert. Und dann sollen wir hier bei 505 ungefähr auf 1000 Fuß ankommen und dann weiter über 506, wo wir dann so ungefähr 550 Fuß haben, linksrum aufs Final für die Runway 23. Wir können uns dann gleich noch eine verlängerte Endanfluglinie setzen und wie gesagt diese Wegpunkte Sierra Papa 506, 505 und 504 in die Fixinfo. Sollten wir dann durchstarten müssen, würde es ein Visual Mist Approach werden. Wir würden also auf Route 900 Degrees geradeaus weiterfliegen zum Drevnik NDB hier drüber und dann in 3000 Fuß ins Holding gehen. Die Bahn in Split hat eine 160 Meter versetzte Schwelle, die können wir nicht zur Landung benutzen und der Rest der Bahn ist noch 2390 Meter lang, 45 Meter breit und wir haben 3 Grad Papis links und rechts von der Bahn stehen. In Split muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man auf die 23 landet, weil in der Touchdown Zone fängt die Bahn immer ordentlich an zu steigen. Ihr seht es hier unten, in der Touchdown Zone einen Anstieg von 0,5%. Da muss man also etwas deutlicher ziehen, als das ansonsten der Fall ist. Landet es, Hans, rechnen wir gleich noch aus. Ansonsten möchten wir dann gerne unsere Bahn später nach links verlassen. Wenn wir gut bremsen können, können wir hier über Alpha schon links die Bahn verlassen. Ansonsten machen wir hinten einen Backtrack und rollen dann hier wiederum über Alpha ab und stellen uns hier ans Terminal. Die Area rund um Split gucken wir uns einmal an. Wir haben hier im Norden relativ hohes Terrain, hier im Süden ist es alles entspannt. Das heißt, sollte irgendwas sein, halten wir uns auf jeden Fall hier südlich vom Airport auf. Da ist ja viel Wasser, wenig Berge, während im Norden relativ hohes Terrain ist und wir uns dort etwas schwerer tun würden, auf eine sichere Höhe zu kommen. Mittlerweile haben wir auch unseren Top of Descent erreicht. Das heißt, wir drehen hier drüben mal eine niedrigere Höhe in unsere FCU ein. Gehen schon mal so auf Flight Level 100 runter. Und haben dann Thrust Idle Open Descent Alt Blue Flight Level 90. Ihr seht, wir sind aktuell über unserem Wiener Pfad unterwegs. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen schneller sinken, dass wir in das Sinkprofil, das der Flieger ausgerechnet haben, wieder reinkommen. Das ist aber kein Problem. Ihr seht aber, wir haben da vorne in etwa 70 Meilen Luftlinie schon den Flughafen Split. Und wir möchten aber ja so ein bisschen drumherum fliegen für unseren ANAV Visual. Deswegen passt das ganz gut, dass wir jetzt ungefähr unseren Descent einleiten. Ansonsten haben wir jetzt hier den Wegpunkt Rorka gesetzt. Ihr seht, wir sind knapp 2000 Fuß über dem Profil, das holen wir aber auch zügig wieder ein. Und dann möchten wir jetzt gerne einmal auf unserer Fix-Info-Seite, die findet ihr genauso wie im Fly-by-Wire auch hier auf der Flightplan-Page, einmal die Wegpunkte Sierra Papa 504. Der in 75 Meilen Entfernung ist der richtige. Sierra Papa 505. Und Sierra Papa 506. Hier einmal hinzufügen und was wir auch noch einmal machen ist, wir legen uns die Bahn in Split, Lima Delta Sierra Papa, in dem Fall die 23, ebenfalls auf die Fix-Info und dann können wir uns mit einem Inbound-Course hier auf die Bahn eine Extended Centerline zeichnen. Runway-Track sind 229 Grad, Gegenkurs wären also 49 Grad, das zeichnen wir uns noch als Radial ein. Und wenn wir jetzt hier einmal auf den Plan-Modus nochmal zurückwechseln und ein bisschen reinzoomen, dann könnt ihr gleich sehen, was wir hier gemacht haben. Wir haben also jetzt hier einmal die Wegpunkte, die wir fürs Circling brauchen, hinterlegt und einmal eine Extended Centerline angezeichnet, die uns dann so ein bisschen bessere Orientierung während des Anfluges verschafft.
Als nächstes wollen wir uns, wie angesprochen, einmal die Landeperformance anschauen. Das heißt, wir wollen ausrechnen, wie viele Meter von der Landebahn brauchen wir für unsere Landung bei den aktuellen Bedingungen. Der Flieger erkennt schon automatisch, dass wir in Split landen wollen. Wir müssen ihm einmal sagen, auf welcher Bahn. In dem Fall ist das die Runway 23. Unsere Braking Action ist gut. Wir können hier einmal das Wetter refreshen, können dann auch das Wetter, was jetzt mittlerweile sich ein bisschen geändert hat, auf Variable 4 Knoten, einmal hier automatisch mit übernehmen. Wir haben aktuell einen Landing Weight von geplant 63,0 Tonnen. Ihr seht, mit Autobreak Low würden wir mit einer Factored Landing Distance von 2600 Metern rauskommen, würde also nicht reichen. Deswegen gehen wir einmal auf Autobreak Medium und dann sehen wir 1000, ja knapp 2000 Meter Factored Landing Distance haben wir. Das ist immer hier die Distanz, die wir für unsere Performance zur Grundlage nehmen. Da wird immer noch ein Faktor von 1,15 oben drauf gerechnet, um einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit mit reinzubringen. In unserem Fall sehen wir also, die Bahn ist lang genug. Wir können mit den aktuellen Wetterbedingungen, mit unserem aktuellen Gewicht so in Split landen. Also ihr seht, ein sehr cooles Tool, mit dem ihr selbst bei Failures wunderbar eure Landedistanz ausrechnen könnt. In unserem Fall haben wir jetzt also gesehen, wir müssen mindestens mit Autobreaks Medium landen. Das heißt, das können wir hier schon mal vorwählen, Autobreaks Medium. Und während wir im Descent sind, könnten wir auch schon mal unseren QNH hier vordrehen. Das heißt, wir drehen schon mal die 1015 hier ein, sind aber ja noch auf dem Flight Level unterwegs, stellen deswegen wieder zurück auf Standard. Nur können wir dann später im Descent, wenn uns der Lotse auf eine Altitude cleared, einfach hier einmal auf den Knopf drücken und haben schon automatisch das richtige QNH eingestellt. Ansonsten werden wir jetzt weiter sinken und dann sehen wir uns wieder, wenn wir auf der Arrival sind, und dann schauen wir uns den schönen ANAV Visual nach Split an. Wir sind mittlerweile auf 3000 Fuß gesunken, überfliegen gerade den Wegpunkt Sierra Papa 509, erhalten sowohl das Above 3000 Feet Constraint ein, als auch die 210 Knoten maximal. Beim nächsten Wegpunkt Nurad sollen wir mit maximal 185 Knoten ankommen. Wir fangen also jetzt schon mal an, unseren Flieger zu verlangsamen, gehen zurück auf 185 Knoten und müssen dafür, ihr seht es, auch unsere Klappen langsam ausfahren. Flaps 1, Speed checked, Flaps 1 und gehen direkt auf 180 Knoten zurück und fahren auf Flaps 2, Speed checked, Flaps 2. Wichtig ist beim ANAV Approach, ihr müsst eure Approach Phase selbst aktivieren. Ansonsten geht der Flieger nicht in die richtige Flugphase und ihr erkennt daran, dass die Approach Phase aktiviert ist, wenn ihr hier eure VDEV Bar angezeigt bekommt. Auf dem Weg nach Nurad können wir jetzt einmal hier auf den Approach Modus drücken und dann seht ihr, der Flieger wechselt in Approach NAV und Final Blue. Das ist die richtige Konfiguration für den Anflug gleich. Und sobald wir dann über den Wegpunkt Nurad drüber geflogen sind und, so wie es in den Karten steht, 3,1 Meilen vom Wegpunkt Rorqua entfernt sind, wird der Flieger automatisch in Final App wechseln und wird dann dem ANAV Approach weiter folgen. Das Ganze können wir dann mit bis 2000 Fuß mit dem Autopiloten fliegen. Spätestens dann müssten wir den Flieger selbst in die Hand nehmen, weil das ja ab dann ein Visual Approach ist. Hier vorne seht ihr die Wegpunkte, über die wir drüber fliegen wollen. Jetzt wechselt der Flieger in Final App, geht also von den 3000 Fuß runter. Und wir gucken einmal nach links draußen. Wir gucken jetzt zwar etwas gegen die Sonne, aber ihr könnt da hinten, glaube ich, ganz gut erkennen, da ist der Airport, da wollen wir jetzt gleich landen. Und dann nehmen wir den Flieger schon mal selbst in die Hand. Wir synchronisieren unsere Schubhebel, deaktivieren dann den Autothrust und auch den Autopiloten deaktivieren wir. Manual Flight, Manual Thrust, both Flight Directors off, Track FPA. Das ist okay. Mist Approach Altitude 3000 Feet ist set. Gear down. Und 2500 ist auch gecheckt. Lichter gehen noch an. Unsere Ground Spoiler werden gearmt. Dann kommt da vorne Rorqua mit ungefähr 2000 Fuß. Speed managed. Und ab jetzt müssen wir also alles in Sicht haben und auch in Sicht behalten. Minimums continue. Nächster Wegpunkt ist dann Sierra Papa 504. Dort sollen wir in ungefähr 1600 Fuß drüber fliegen. Wir können also mit der Sinkrate jetzt etwas langsamer machen. Flaps 3, Speed checked, Flaps 3. Und Flaps full, Speed checked, Flaps full. Landing Checklist, IK Memo, Landing no blue. Und Miss Approach Altitude 3000 Feet ist set. Wenn wir jetzt also während unseres Circlings, wie gesagt, ein Mist Approach fliegen, dann würden wir geradeaus über die Bahn hinweg fliegen und dann zum Delta Victor November NDB. Da kommt ungefähr jetzt Sierra Papa 504.
Wir sind etwas auf der hohen Seite, sind aber noch nicht ganz am Wegpunkt. Sollten vom Profil her also ganz gut unterwegs sein. Und gehen jetzt so mit ungefähr 3 Grad runter. Wir haben eine Ground Speed von 140 Knoten. Terrain ahead. Pull up. Das können wir ignorieren, das ist noch ein kleiner Bug aktuell. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Landung. Ihr seht vielleicht gerade vor uns die Straße auftauchen. Die ist immer ein ganz guter Indikator, der kann man folgen. Und das bringt dann im Visual ganz gut zum Flughafen. Nächster Wegpunkt, Sierra Papa 505. Dort wollen wir in ungefähr 1000 Fuß drüber fliegen. Sollte also vom Profil her ganz gut passen. Müsste auch gleich links dort die Landebahn in Sicht kommen. 1000 ist checked. Ich konzentriere mich auf den Anflug, wünsche euch viel Spaß bei der Landung und dann gucken wir mal, wie wir den hinkriegen. Da vorne kommt die Bahn, 2 weiße, 2 rote. Wir sind also wunderbar im Anflugprofil und dann wünsche ich euch viel Spaß hier beim Sonnenuntergang jetzt in Split mit der Landung. Spoilers! Reverse Green. Diesel. 70 Knots, I'll reverse. Und Manual Braking. Dann können wir die Bahn direkt hier nach links verlassen. Und dann heiße ich euch ganz, ganz herzlich willkommen in Split. Wir rollen jetzt aus unserer Parkposition und damit ist das heutige Video zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, heute mal mit dem Phoenix A320 so ein Circle to Land zu fliegen. Und ich hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen. Ist ein super schöner Anflug hier in Split und ich kann es jedem nur empfehlen, den auch mal selber nachzufliegen. Sollten noch irgendwelche Fragen übrig geblieben sind, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf Twitch vorbeigucken, wenn wir mal wieder live streamen. Und dann könnt ihr dort eure Fragen stellen und dann können wir sie live direkt beantworten. Ich würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung und einen netten Kommentar freuen und wenn ihr noch Wünsche habt für einen der nächsten Anflüge, dann lasst auch das mich sehr gerne wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Always happy landings!